Ich will dir zeigen, wie ich 21/60 umwandle in eine Dezimalzahl. Und zwar, falls ich keinen Stift und kein Papier zur Hand habe. Dann überlege ich mir nämlich als erstes, dass ich diesen Bruch kürze. Also durch was kann ich hier kürzen? 21/60, das geht beides durch 3. Also dann mache ich das doch mal. Das heißt, ich kürze also jetzt den Zähler durch 3 und den Nenner durch 3. Und komme dann auf 21 geteilt durch 3 ist 7. Und 60 geteilt durch 3 ist 20. Jetzt fragst du mich vielleicht, hä, warum, was hat denn das jetzt geholfen? Folgendes, ich möchte im Nenner auf Hundertstel kommen. Und von 60 auf Hundertstel ist ein bisschen schwierig, also von 60stel auf Hundertstel, aber von 20stel auf Hundertstel ist dann nicht mehr ganz so schwierig. Also wenn du dir das jetzt anschaust, wenn ich dich gefragt hätte, mit welchem Faktor musst du multiplizieren, um von 60 auf 100 zu kommen, das wird ein bisschen kritisch. Also wenn ich dich frage, mit welchem Faktor musst du 20 multiplizieren, um auf 100 zu kommen, da hast du bestimmt gleich eine Idee und die lautet, genau, die lautet mal 5. Also, dann machen wir doch mal 5. Und wie gesagt, wir müssen immer Zähler und Nenner mit dem gleichen Faktor verändern, damit wir insgesamt den Bruch nicht verändern, das Verhältnis der beiden Zahlen. Und was ist 7 mal 5? 7 mal 5 ist 35. Und was ist 20 mal 5? Das haben wir ja gerade ausgerechnet, das wollten wir haben, also wir wollten 100 haben. So. Jetzt machen wir uns klar, 21/60 ist genau das gleiche wie 27, ist genau das gleiche wie 35/100. Und 35/100, das kannst du dir auch so vorstellen, kannst sagen, 35/100 ist 35. Und statt des Bruchstrichs schreibst du jetzt ein Geteilzeichen, geteilt durch, und dann 100. Ja? Du kannst jeden Bruch umschreiben in solch eine Divisionsaufgabe. Und wenn wir durch 100 teilen, was müssen wir dann machen? Wir haben das Komma hier, wir haben zwei Stellen, zwei Nullen. Das heißt, wir teilen, wir müssen das Komma um zwei Stellen nach links verschieben. Also dann kommen wir zu 0,35. Falls das jetzt nicht ganz so schnell deutlich ist, wir können noch mal kurz uns anschauen. Also 0,35. Was haben wir denn da für Stellenangaben? Also wir haben hier einmal. Ich nehme andere Farben hier, sonst verwirrt uns das so sehr. Wir haben ja einmal die 0. Die 0 steht in der einer Stelle. Dann haben wir die 3. Die 3 hier, die steht in der Zehntelstelle. Also die erste Stelle nach dem Komma sind die Zehntel. Und dann haben wir noch die 5. Diese 5 hier, die steht in der zweiten Stelle nach dem Komma. Das sind die Hundertstel. Hundertstel. Und du kannst jetzt vielleicht dir überlegen, okay, 500stel verstehe ich ja noch, aber wieso ist es 35 Hundertstel? Also du kannst dir überlegen, 3 Zehntel plus 500stel. Schauen wir mal, was das ist. Also wenn du sagst, ich verstehe zwar, dass hier die Zehntel sind und ich also 3 Zehntel habe, und ich verstehe auch, dass hier die Hundertstel sind, dass da 500stel sein muss. Jetzt habe ich ihn dafür blau genommen, dieses. Nee. Ah, vielleicht dieses. Ich weiß jetzt hier mehr. 500stel. Also wenn du sagst, soweit ist dir das klar, aber du verstehst nicht, wie das hier 35 Hundertstel ergibt, dann kannst du überlegen, okay, wenn du sowas ausrechnen sollst, das müssen wir dann mal machen, dann müssen wir den Nenner auf einen gleichen Nenner bringen. In dem Fall müssten wir also 10 auf Hundertstel bringen. Also wir haben hier 10, 3 Zehntel. Und wenn wir das ausrechnen wollen, dann müssen wir das also auf Hundertstel bringen erstmal. Also was mal 10 ergibt 100? Müssen wir natürlich mal 10 rechnen. Und dann auch im Zähler mal 10 rechnen. Dann haben wir also 3 mal 10. 3 mal 10 ergibt 30 und 10 mal 10 ist 100. Siehst du, also 3 Zehntel ist genau das gleiche wie 30 Hundertstel. Und wenn du dann ausrechnest, okay, 30 Hundertstel
plus 5 Hundertstel, dann kommst du natürlich wieder zu 35 Hundertstel. Und es ist ja genau das, was wir gerade hier auch besprochen haben schon.